Sarah Harrison glänzt bei Das große Promi-Backen. Die einstige Bachelor-Kandidatin nimmt an der aktuellen Staffel der TV-Show teil. In dem Backwettbewerb zaubert sie regelmäßig Gebäck verschiedenster Art. Mit den Kreationen begeistert Sarah die Jury und heimst Spitzenbewertungen ein. Woche für Woche erhält die Influencerin dafür die rote Schürze. Damit rechnet die zweifache Mutter anfangs nicht. Sie zweifelt an ihren Fähigkeiten als Bäckerin, wie sie gegenüber Promiflash gesteht. Ich muss zugeben, dass ich keinerlei Backerfahrung habe. Ich bin froh, dass ich immer mein Bananenbrot ganz gut hinbekommen habe, denn alles andere hat nie geklappt. Deswegen habe ich es auch einfach gelassen. Jetzt stellt sie regelmäßig ihr zuvor unentdecktes Talent unter Beweis. Für Sarahs Mitstreiter ist sie von Beginn an die stärkste Konkurrentin. Sie selbst sieht das anders. Ich sehe jeden einzelnen Kandidaten als große Konkurrenz. Ich würde mich auch einfach nur freuen, eine Runde weiterzukommen. Doch langsam rückt der Sieg für die 30-Jährige in greifbare Nähe. In der Backstube beweist das Ex-Bachelor-Girl nicht nur sein Talent, Sarah schlemmt auch selbst von ihren Backwerken. Normalerweise nascht die Blondine nur selten Süßes. Der Kuchenkonsum macht sich daher auf der Waage bemerkbar. Sarah hat zugenommen. Stört sich die Netzbekanntheit an ihren Extrapfunden? Circa 2 bis 3 Kilos sind hängen geblieben. Bin aber jetzt schon wieder fleißig am Trainieren. Schlemmen gehört einfach dazu und in so einer Zeit erst recht. Die Vollblutmama treibt in ihrer Freizeit regelmäßig Sport und lässt ihre Follower an dem Fitnessprogramm teilhaben. Sarah hat dabei immer ein Ziel im Auge. Doch wie viel Wert legt die 30-Jährige auf eine durchtrainierte Figur? Natürlich bin ich gerne in Shape, aber alles in einem gesunden Rahmen. Ein ausgewogener und sportlicher Alltag ist mir wichtig und dieser tut mir in so vielen Hinsichten gut. Ob dann mal 1 bis 2 Kilos mehr oder weniger drauf sind, ist dann egal. Sein Training will der TV-Star im neuen Jahr ausweiten. Sarah hat sich vorgenommen, weiter an ihrem Körper zu arbeiten. Im Interview mit Promiflash erzählt die zweifache Mutter: Ich möchte Spagat lernen und mich mit Yoga auseinandersetzen. Ein sportliches Ziel als Vorsatz ist immer gut. Ich bin hochmotiviert und lasse alle daran auf Instagram teilhaben. Die ehemalige Dating-Show-Kandidatin scheint vor Energie zu strotzen. Mit ihrer bisherigen Entwicklung ist Sarah zufrieden. Dem Erreichen ihrer Ziele steht also nichts mehr im Weg.